Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und willkommen zu Spotlight VR. Heute schauen wir uns The Shore VR an und befinden uns auf einer mysteriösen, gruselhaften Insel. Wir gehen den Geheimnissen auf den Grund und schauen, wie sehr sich das Spiel von Lovecraft inspiriert und das hat. Nach dem Intro-Kurs, bis gleich. Willkommen zu The Shore VR. Wir befinden uns im Hauptmenü der Version 0.2. Ist zu der Zeit das aktuellste. Ich habe ein bisschen gewartet, da es ein paar Bugs gab, die jetzt teilweise behoben sind. Aber ich muss sagen, ein paar Dinge nerven mich schon vorab, aber dazu mehr. Also, wir befinden uns in The Shore, ein Lovecraft VR-Erfahrungsspiel, wie man es auch sehen möchte, Rätsel. Wird auf jeden Fall gut, ich freue mich drauf. Wie gesagt, Hauptmenü. Schon mal ein kurzer Einblick auf die Insel, die wir besuchen werden. Wir haben hier Start Game Gameplay. Klicken mal ganz kurz drauf. Die Größe können wir irgendwie nicht einstellen. Okay. Man muss mit den Grip-Tasten navigieren, was ich sehr komisch finde. Statt mit den Triggern. Tutorial Panels. Da kommen wir zur ersten Schwierigkeit. Wir haben hier, wir gehen mal chronologisch. Wir haben hier quasi unsere Videos, die uns dann zeigen, wie das Spiel funktionieren könnte. Auch in textbasierter Form. Ja, Musik ist schon mal sehr toll. Gefällt mir sehr gut. Wir haben hier einen Rucksack, den wir nutzen können. Aber nur, wie es hier im Kleingedruckten steht, nur ausgewählte Sachen können in den Rucksack platziert werden. Also Müll können wir nicht reinmachen. Ebenfalls mit den Grab-Tasten zu tätigen. Und da kommt die Krux. Wir haben hier ein Journal. Das hole ich mal kurz. Indem wir an unser Hip gehen und grabben. Das war früher in der Version 0.1 oder vorher das Problem, dass man dieses Buch nicht mehr wegbekommen hat. Dies ist jetzt der Fall. Problem aber. Ich mache mal ein Beispiel. Ich möchte jetzt diesen Schädel aufheben. Buch taucht auf. Ich möchte diesen Schädel aufheben. Buch taucht auf. Wir haben das Problem, dass die Area zur Aktivierung des Buches, welches im Hip-Bereich sich befindet, und über die Grab-Taste, die aber gleichzeitig genutzt werden kann, um Objekte zu packen, einfach viel zu nah ist. Ich muss mich also so blöd oder halt mit der anderen Hand. Das wird wahrscheinlich im Laufe des Spieles ein Problem werden. Ich hoffe, das wird behoben, indem man vielleicht eine Kombination aus beiden, Doppelgrabben oder Trigger noch dazu. Bei Trigger hat man eigentlich eine Funktion, um das Buch aufzuklappen, was aber wahrscheinlich im Tutorial gar nicht funktioniert. Gut, ich habe auch keine Seiten wahrscheinlich. Wie dem auch sei. Da müssen wir mal schauen. Schwere gibt es in dem Spiel. Haben wir schon nachgeforscht. Der befindet sich hier hinten. Werfen kann man jedoch nicht. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht wichtig. Gut, genug gequasselt. Wir gehen ins Spiel. The Shore in VR. Ich hab's mal bei Simon von Rocket Beans mal zugeschaut, als er die normale Version gespielt hat. Hat mich so gefreut, dass es endlich in VR verfügbar ist. Das wird auf jeden Fall richtig gut. Wir können ins Wasser rein. Ja, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Ist auch gut so. Ich glaube, ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich da rausschwimmen würde. Ertrinken wäre, glaube ich, nicht das Problem, sondern eher die ominösen Kreaturen, die uns wahrscheinlich auf dem Weg anfallen werden. Da wird die Gegend schon ein bisschen kreaturbehaftet. Sieht man doch. Also hier leben keine Einhörner und Ponys. Ja, dieses Buch. Muss ich wahrscheinlich als Rechtshänder dran gewöhnen, mit links etwas zu betätigen. I fear to know my knees and begged him not to enter that basement.
It's not my fault. A person has already died here. She spoke about a shadow whispering between the rocks. We can't stay on this island anymore. We have to leave now. Okay, und dann kann ich, glaube ich, das... Okay, jetzt verschwindet's da. Also die Steuerung ist echt... Ich weiß nicht. Ich muss mich dran gewöhnen. Ist ein bisschen unintuitiv, muss ich sagen. Ich muss jetzt halt so dann laufen, wie so ein Depp. Packst mir das nächste Mal nicht in die Küche, ich sag dir's. Scheinbar kann man auch diese Möwen packen. Boah. Warum kommt jetzt der Rucksack? Ich habe nicht hinter meinem Rücken gefasst. Weed? Ja, wir sind scheinbar gestrandet. Ich habe die Story nicht groß verfolgt, die Simon gespielt hat. Ich wollte mich nicht spoilern lassen. Ich kenne mich auch, ehrlich gesagt, nicht mit Lovecraft aus. Ich weiß nur, dass es so eine Horror, also ein Autor, Universum quasi, so Stephen King-like. Aber sonst keine Ahnung. Mhm. Wir gucken uns einfach mal hier ein bisschen um. Ich bin hier gestrandet. Ich bin ganz frisch auf dieser Insel und möchte einfach schauen, was es hier so gibt, was meine Überlebenschance begünstigt. Gut, dass es hier keinen Survival-Aspekt gibt. Dann würde ich das alles ziemlich mau finden. Da, okay, testen wir erstmal. Okay. Du hast mir in die Küche gekackt. Du auch und er auch. Da hinten. Und jetzt musst du die Verantwortung dafür tragen. Hier, wohne in deiner Kiste. Gute Nacht. Ist nicht tot, schläft noch, glaub mir. Ich kenn mich aus mit Möwen. Nicht. Okay, wir haben hier zwei verschiedene Wege. Können wir rennen? Rennen können wir nicht, okay. Wir müssen wahrscheinlich zum Leuchtturm da hinten, aber wir gucken uns einfach mal hier so ein bisschen um. Was wir hier so finden. Also hier sind echt wundersame Sachen zu finden, das kann ich im Vorfeld schon mal sagen. Die Map ist auch ziemlich groß. Hätte ich jetzt so nicht in Erinnerung. Also das wird ein heikles Thema. Hier die Map wirklich in- und auswendig kennenzulernen. Aber ob das auch wirklich so wichtig ist, ich glaube, das ist nur Kulisse. Hier ist nicht viel zu sehen, bis auf ein paar Einzelheiten. Das ist ja alles hier so... karge Landschaft. Da müsste gleich was Interessantes kommen, so vom Weiten her. Das Spiel leckt und ab und an ein bisschen, aber ich glaube, das ist einfach, weil das Spiel so nachlädt. Aha. Hier könnt ihr was tun. Aber wir warten noch. Wir warten noch. Wir gehen erstmal zum Leuchtturm. Das sieht aus wie ein Riesenphallus. Wer nicht weiß, was ein Phallus ist, sollte das googeln. Ist aber eigentlich auch gar nicht so wichtig. Da geht's. Also es gibt doch. Ich dementiere das, was ich gesagt habe. Es gibt einiges hier zu sehen. Vieles Interessantes, vieles Unbekanntes für mich noch, was aber ich mir vorstellen kann, im Laufe des Spiels dann einfach noch Relevanz bekommt. Ich kann mir auch gut vorstellen, daraus eine schöne Reihe zu machen. So 1, 2, 3 Folgen. Maximal. Ich glaube, so lange geht das Spiel nicht. Vielleicht auch 4. Aber es, ja, es ist entspannt. Noch. Ich habe gelesen, es hat auch ein paar unruhige Parts. Im Sinne von stressige.
Parts. Nicht umsonst hat man einen Speer. Warum sollte man einen Speer haben, wenn man ihn nicht nutzen darf? Oh, da hinten. Da hinten ist schon mal so eine Lovecraftian Gestalt. Da ist eine kleine Höhle. Interessant. Gut. Wir gehen jetzt zum Leuchtturm. Ich denke mal, der Leuchtturm ist quasi unsere Hauptstelle, unser Basement, unser Hauptquartier, um unsere Informationen und unser Wissen abzutragen, einzutragen, um quasi einen Überblick über das Ganze zu bekommen. Deswegen gehen wir jetzt da mal hin als erstes und dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Ah, schick. Deko. Oh. We do not dare to walk the shore when the night comes sometimes in the dark. Seems to follow us in the great speed we hid inside the small cave. We had to stay there for the rest of the night. We begin to fear that we are no longer safe on this island. We have to leave, but seems everything works against us. Its long tentacle leg seemed to be very strong, a boulder before it shattered into a piece with a single strike. My other half mind tells me I should stay behind and study them, and the other half tells me I should leave now. John, one of the crew member, found a camera. If we get it to work, we should try taking few pictures. Pictures. So, wie kriege ich das jetzt in mein Buch rein? Stand es im Tutorial? Oh, das wollte ich nicht. Okay, einfach fallen lassen. Scheinbar. Oder auch nicht. Kann ich das nicht mitnehmen? Ich will das aber mitnehmen, ist eine tolle Geschichte. Ach, vielleicht. Nö. Ich habe keine Ahnung. Also es ist echt ein bisschen komisch, das Ganze. Was soll's. Oh, da ist noch was. Day 5. There was a man aboard named Alan, who went missing after we shipwrecked. One night we found him walking alone across the beach. As we approached him, to our surprise, we saw that he had this fixed expression on his face, as if he had seen something horrifying. His hands and arms were paralyzed in a position like if he was protecting himself from something. We tried to ask him questions, but he didn't reply. Now he's sitting by the shore, singing songs to the rocks about reflection in the sea. Okay. Also das ist typisch. Typisch Lovecraft einfach. Machen wir das jetzt. Warum kann ich... Wie gesagt, es ist nicht intuitiv. Ich möchte die ja sammeln. Echt komisch. Waffeln brauchen wir jetzt gerade keine. Da noch irgendetwas? Ne. Okay, da ist noch ein Nest. Ich würde ganz mal kurz zum Nest rüber. Wieder diese typische nichts kaputt mach Pose. Nein, kann man nicht nehmen. Gut, macht man auch nicht. Man klaut keine Eier. Vor allem nicht seine eigenen. Okay, weiter zum Punkt. Diese Möwen. Ist ja fast so schlimm wie bei Half-Life, die Tauben. Obwohl, die Tauben hat man jetzt ja nicht so oft gesehen, muss ich sagen. Was waren denn noch andere Tiere, die nervig waren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, kann ich mich da durchducken? Hat es eine Duckmechanik? Hat es?
Aber ne gefakte. Keine richtige Collision. Kollision. Oh. Das gucken wir uns mal genauer an. Wir müssen eh den lang. Den lang. Ein Meteorit, okay. Ich will es anfassen. Ganz ehrlich, will ich auch meine Zunge dran halten. Warum ist meine Hand falsch rum? Das ist komisch. Das ist echt komisch. Ja gut, leben wir einfach mal kurz damit. Meteorit kann ich nichts machen. Ja, wie gesagt, Patch 0.2 bisher. Ich glaube, da wird noch weitere folgen. Obwohl jetzt die Patch Notes mir jetzt irgendwie das Gefühl geben, dass sie jetzt an anderen Ecken arbeiten und weniger an solchen kleinen Bugs, die das Spiel so ein bisschen unschön machen. We armed ourselves and walked along the shoreline. To our surprise, we came across other ships that had wrecked without any trace of survivors. It was like a graveyard for ships. Our compass goes mad at every time we try to set a course off the island. Our captain says it's because of the volcanic dust. We think he's gone mad. Blick ich nicht. Blick ich nicht, dass er das nicht speichert. Die eine hat er genommen, die andere nicht. Voilà. Kann man das... Ach, ich hänge mich an so kleinen Problemen auf. Ja, das ist typisch Cthulhu. Sieht man, Cthulhu kennt man ja eigentlich. Hat man überall irgendwo schon mal gesehen. Also so South Park oder keine Ahnung. In diversen Spielen. Ein schwebender Stein, den man nicht aufheben kann. Ja, Cthulhu kennt man. Aber wie gesagt, da bin ich auch nicht so mega bewandert. Okay, wieder etwas viel Zeugs zum Sammeln. Das machen wir jetzt aber nicht. Ich will jetzt erstmal eine Gradlinigkeit. Ich muss jetzt erstmal zum Leuchtturm. Es macht keinen Sinn, jetzt alles so querbeet einzusammeln. Nachher stimmt irgendwas nicht in der Reihenfolge oder keine Ahnung. Okay, Alex, aber erstmal musst du... Ah, okay, gut. Dachte, ich käme da nicht hoch. Jetzt mal straight zum Leuchtturm. Das war, glaube ich, der offizielle Weg. Oder? Ja, wahrscheinlich von hier. Oh, eine Wahl. Naja, ja, keine Ahnung. Irgendwie. Day 30. Elliot is trying to put together the broken parts on the boat we found. If you manage to build it, then we might have a chance of escaping this place. We have to try at least. There's only three of us left now in our crew. We can't afford to waste any more time here. As if time exists in this place, I think I'm starting to lose my mind. I can hear my breath after a screeching sound pierces my ears. Cars? If you are reading this, then don't look for us. Ich hab grad echt gedacht, es steht, please don't look back. Aber dieses Spiel hat... denke ich mal, keine scary parts in dem Sinne. Jumpscares. Überhaupt keine Jumpscares. Gucken uns noch den Wal an. Und dann gehen wir zum Leuchtturm. Nein! Man weiß nicht, vielleicht da noch so Muskelzeichen, dass er dann zuschnappt. Aber in dem Sinne nicht. Okay. So. Ich weiß, ich laber viel. Viel drumherum. Jetzt gehen wir zum Leuchtturm.
Ich hoffe, das Laggen ist jetzt nicht so störend. Sigul, Sigul! Okay, rein in unser neues Heim und Kellergeschoss. Hallo? Eine Katze! Hi! Ja, Wubu! Das ist ja nice. Ja, geil. Ach Gott, das ist ein kleines Häuschen. Das muss ja irgendein Tier hier sein. Was ist das? Ein Cthulhu-Taler? Kann man das mitnehmen? Nein, kann man nicht. Lass uns einfach mal liegen. Ich weiß ja, dass es da liegt. Okay. The Lighthouse is a cursed place. Toll. The Void is coming for us all. It needs three idols, but for what? Ah, okay, wir haben eins. Das war ja so ein Teil. They speak for a figure that is roaming the shores. We lost track of time, no escape. I sacrifice. Do not enter the sea. It belongs to them. Two idols are missing from the statues. Worship. What? A huge pillar in the sea. Kann man nicht nehmen? Kann man auch nicht. Okay. Ja, dann gehen wir. Rucksack, bleib hinten. Ich muss mich gewöhnen, meine Hände ein bisschen so starr liegen zu lassen. Irgendwelche Hakans. Da ist die nächste. Hier haben wir was. Was ist das? This circular shape is home to a mass of adjoining tendrils and a singular eye. The gaze makes you uncomfortable. Shark eyes, a short will fun. Need to speak to them, but in turn they're eating and growl and made all kinds of weird noises. No trace of language. Well, I researched creature before, something is wrong here, like the god have forsaken this place and its creatures. The fish-like people are no humans at all. They are hostile. They seem to be very aggressive. There is no trace of civilized behavior on them. Yet they seem to understand our movements, as they have seen humans before. The fish-like deformations on them are present. They have to try several times to ambush us. The only solution for us is to stay near the lighthouse. We'll study more these ambitionations of the deep. Okay. Komische Kreaturen. Gefällt mir gar nicht. This artifact was found. We found. The statue is it looks ancient. Our captain says we should take it back with us and that it could make us rich. David, on the other hand, believes that a fool strange of evil wields within the rubbish. From the moment we wrecked here, he hasn't stopped talking about bad luck and other moments. I heard him talking to himself about rowing in the back to the sea. I almost certain he's mad. He's obsessed with these distinguished leeches he found. He can't stop talking about how these worms have at least 9 stomach and more than 30 brains and at least 18 testicles. He says that equality matters rather than a quantity. He couldn't stop making jokes about it last night. After some time, he took it personally. Think we were monkeying him. He moved to the third floor of the lighthouse to continue his little experiments. Ja, manche Geschichten sind ein bisschen langwierig. Viel, viel Text. Also als Lovecraft-Fans geht wahrscheinlich einem das Herz auf. Aber, ja. Gut, dann gehen wir mal auf Dread Floor. Aha, hier passiert irgendetwas. Nehmen wir mal das da. Nö.
The armless Taurus seems to spite a malarish being with a horrifying face. Well, das ist doch eine Fliege. Windikir. From the moment it touched that artifact was stunned by the darkness within it. A million visions of a horrifying figure claimed my mind. A thousand whispers from the past and from the future furrowed the core of my soul. I fell to the ground as a glimpse of him told bla bla bla. Ich kann's nicht lesen, kann's immer. Oh, ich kann's echt nicht lesen, das ist verrückt geworden. Und das ist dritte. Okay. Das sind Nasals. Sigrul. Ne, kann man nicht reingucken. Wie haben wir trotzdem die... Oh. Man kann hier runterfallen, muss man vorsichtig sein. Es hat ja keine Collision. Von da hinten kommen wir. Okay. Oh, bisschen windig hier und laut. Ziemlich laut. Und laggy. Können wir an den Einstellungen was machen? Wahrscheinlich gehen wir mal auf... auf High einfach mal und machen das mal auf... Joch. Default. Guck mal, ob das einen Unterschied macht. Muss erstmal wieder alles geladen werden. Nee, nicht wirklich. Und es sieht grottig aus. Schade eigentlich, dass sowas... Ja toll, jetzt ist es wieder auf Standard. Naja, wie dem auch sei. Also es muss ein bisschen gepolished werden, auf jeden Fall. Oder vielleicht muss ich mit meinen Einstellungen ein bisschen runtergehen. Können wir speichern? Das ist auch eine wichtige Frage. Wir schauen mal. Bis gleich. Naja, macht keinen großen Unterschied, die Grafik ein bisschen zu verändern. Das ist einfach hier. Hier ist irgendwie die Krux. Vielleicht ist auch diese Glasoptik. Ich weiß nicht. Egal. Wir nehmen jetzt dieses... richtig weirde Auge. Nein, tu es nicht. Nein! Warum, Olaf? Hat er nicht getan. Olaf ist gesprungen. Aber Olaf hat doch noch gar nicht Schach gespielt. Noch eine komische Figur. This indescribable script of old fields you would dread. Dread? Dread. The less you hold it, the better you will feel. Okay, dann fehlen wir das nicht. I swear I saw something toward the horizon, behind the mist. Ja, da hinten war aber irgendwas. Behind the mist. Nee, ist nur Dampf. Glaube ich. Oder? Oder Geysire? Ja, Geysire. Okay. I swear I saw something toward the horizon behind the mist. It wasn't a whale or a great white shark. Its numerous legs stretched 100 feet. By submerging its body into the sea, it crawled as if it was infected by 1,000 parasites. From its tentacled mouth, it spit out black, disgusting, defigured, blobbing figures. And from the moment they fell into the sea, they swam away faster than any dolphin. As the mist keeps rising, I could barely see the creature anymore. Those are not good signs. I should start placing those talismans I found at the bottom of the lighthouse around the pathway we made. Es könnte Cthulhu sein. Aber man sieht's nicht. Ich sehe auch keine Beine. Es sieht eher aus wie Geysire.
Schade, schade. Ja, Sigul. Geh mal kurz noch hier rein. Those inducted fools, they won't let me ride for them. They are all fishermen with dirty scuffs clothes and they smell horrible. The birds smell of alcohol and they spit. Hier ist ein bisschen laut, ich gehe mal kurz runter. Oder ist da irgendetwas? Nee, da kann man nichts machen. Ah, da haben wir das mit dem... Okay, lesen wir es noch kurz zu Ende. This bird smell of alcohol and they spit in the talk the rather than other than 4 hours at this post and take care of the problematic mechanics of this handcrafted construct. I do not regret this journey. My life has become more interesting than, not to mention the view from up here. All the hatred, misery and sadness of mankind fade away into the straight line where the sea and the sky collide. Also, diese Talismane sind scheinbar wichtig. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich die hintun soll. Können wir die... Nein! Nee, geht nicht. Weiß nicht, ich will jetzt nicht tausendmal hin und her laufen. Warum sind da zwei Katzen? Wir sind auf jeden Fall im zweiten Stockwerk ist eins. Hier ist auch noch eins. Hier sind viel zu viele. Irgendwie müssen die doch irgendwo hin. Können wir nicht mit dem Fahrrad fahren? Ja, können wir. Ja, so nicht, Alex. Ja, Bug. Okay. Weiter zum Text. Wir gehen mal hier in den Keller, nein. Oh. Oh je. Was mit dir passiert? Dude! Die Tür war doch offen, du hättest doch jederzeit rausgehen können. Alter Schwede. The line scrapped into this artifact spirit in your mind into incomprehensible forms, Makin. I had to hide. I had to. I ran. I climbed the rocks and tried to hide. That's when I fell into a pit full of dead bodies. Their flesh looked rotten but petrified, as if the soul sucked dry out of them. The horrors in their face touched the very void of my soul, expressions as something horrific happened to them. That's when the rest of the crew caught me. They stripped me naked and they locked me down here. They accused me that I was the one that brought the bad luck onto them by pacing those talismans for them and blocking the pathway. All I wanted was to keep them safe, despite their uncivilized behaviors. Oh, da wurde eingesperrt. Aber der hat doch hier Kekse und Alkohol. Also schlecht kann es ihm gar nicht gehen. Muss ich da meine Hand hinlegen? Es wäre es ja gewesen, wenn man da eine Hand hinlegen könnte. Und dann da irgendwas passiert, aber leider nein. Da wurde die hier eingesperrt, scheinbar. Also nicht hier, dann... Okay. Gut. Also so wirklich einen roten Faden gibt's nicht. Schade. Muss er wahrscheinlich selber auf den Trichter kommen. Aber für den ersten Eindruck passt das, glaube ich. Wir werden sehen. Also ich denke, dieses Spiel hat noch viel zu geben. Da ist ein großes Geheimnis dahinter. Man muss nur herausfinden, welches. Vielleicht stelle ich mich auch ein bisschen doof an. Aber wie gesagt, für den ersten Eindruck passt es. Und vielleicht werden wir daraus eine Reihe machen. Mich interessiert es auf jeden Fall, was da noch so zu sehen gibt. Mal schauen, ob noch weitere Updates kommen. Aber bis jetzt
Reicht das erstmal? Die Takeln müssen bis zum nächsten Mal warten. Ab zu Atmut. Viel ist jetzt noch nicht passiert bei The Shore VR, aber das ist nicht schlimm. Lovecraft schreibt sehr gute Geschichten und es sieht auch ganz gut aus. Es ist sehr entspannt, aber ich glaube, das ändert sich schnell. Ob ich jetzt eine Reihe draus mache, beziehungsweise wann ich eine Reihe draus mache, das steht noch in den Sternen. Aber es ist interessant und ich werde es weiterhin verfolgen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Euer Nerd Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.